Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser heftigen Mission unterwegs. Und, beziehungsweise heftig, ja, ich musste einfach am Ende durchfahren. Und genau, wir machen weiter in Frankreich. Probefahrt Vergeltungsschlag. So viel haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? 7 Missionen. Ja, bin ich mal gespannt, Leute. Und ich freue mich wieder drauf hier, Commander Conquer. So, Cutscene. Ah, nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe mich voll versprochen. Naja, gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Stalin will ein neu erworbenes Fahrzeug gegen die alliierten Hunde testen. Dieses Fahrzeug kann alles Licht auf seiner Karosserie brechen und so aus dem sichtbaren Spektrum verschwinden. Aha, also sowas wie der. Wie der Mantel der Läuterung, glaube ich, aus dem Tiberium-Konflikt. Oh, schaut mal hier, cool. Infiltrieren Sie mit dem Fahrzeug die Basis der Alliierten. Zerstören Sie während des Tests Ihre Radarstation und das Technologiezentrum, damit Ihre Kommunikation zusammenbricht. Sobald Sie damit fertig sind, erhalten Sie Verstärkungen, mit denen Sie dann den Rest der Basis ausradieren. Bringen Sie den Prototypen heil zurück. Oder lassen Sie sich nicht mehr blicken. Okay, Leute, ein Tarnfahrzeug. Das ist ja interessant. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir Spielgeschwindigkeit moderat. Und dann geht der mal da rein. Wer ist denn das hier? Moment, was ist denn das für ein Typi? Ist das der Volkov? Ah, Volkov. Geil. Was ist das hier für ein Ding? Chronotransport. Interessante Einheit, Leute. Es gab ja in der letzten Mission schon eine neue Einheit. Ja. So, dann würde ich sagen, ist die Option aber doch ein bisschen zu langsam. So. Dann müssen wir, glaube ich, hier einfach nur durch, ne? Und ja. Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Einen guten Commander Conquer Remastered. Und, ja, wie wir das jetzt mal hier angehen. Wow. Okay, das Fahrzeug, das macht wird sichtbar, wenn die Einheiten da in der Nähe sind. Okay, interessant, liebe Leute. Ich weiß nur nicht, wo ich hier hin muss. Na, das ist alles ein bisschen komisch hier. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Das kann schießen. Ach, es ist eine Raketeneinheit. Ah, ich verstehe, liebe Leute. Okay, interessant. Hier ist nur ein Dorf, ne? Moment. Infiltrieren Sie mit dem Fahrzeug die Basis der Alliierten. Zerstören Sie während des Tests Ihre Radarstation. Wo ist denn die Basis, Leute? Wo ist denn die Basis? Die sagen mir auch gar nicht, wo ich hier hin muss, ne? Und ja, liebe Leute, ich nehme das hier nicht nach wie vor, ich nehme es hier an einem Sonntag auf. Tatsächlich Sonntagnachmittag. Und ja, muss morgen wieder arbeiten. Neue Woche. Aber nicht schlimm, liebe Leute. So. Das kriegen wir so hin. Wenn ich denn jetzt bald mal die Basis von denen finde. Also irgendwas ist hier gerade mega komisch. Wirklich. Ach, da! Schaut mal da. Das ist natürlich, wenn man keine Karte hat, kann man es natürlich auch nicht sehen, ne? Aber gut. Gut, ich muss die Basis infiltrieren und irgendwas platt machen, ne? Schummiges Dreck. So. Genau, dann überfahrt einfach die Mannequin. Oder lass mal den Volkov da raus, genau. Lass den Volkov da raus und du machst mal bitte das Ding da unten platt. Der Volkov, der kann sich um die Einheiten kümmern, die da kommen. Oh shit, oder auch nicht. Okay, ja dann, keine Ahnung. Heieieieiei, und jetzt? Legen Sie die Kommunikation der Alliierten lahm. Ja, toll. Du kannst doch mal auf den Panzer schießen da, oder? Genau. So. So. Den Panzer kriegt ihr, kommt. Oh Gott, Volkov. Hä? Liebe Leute, was soll ich denn hier machen? So, Volkov.
und hilf dem mal, dem Prototypen da. So. Komm, dann schafft ihr den Panzer. So. Sehr schön, Leute. Ja, und jetzt muss ich einfach die Basis hier platt machen, oder was? Ne? Okay. Alles klar. Ja, dann. Die Frage ist halt, was ich jetzt noch machen muss hier. Ne? Also die Basis ist platt. Ja. Keine Ahnung. Und nu? Bringen Sie den Prototypen heil zurück. Na toll. Ah, toll. Ich muss den zurückbringen. Aber gut, ich habe ja ein paar Einheiten hier platt gemacht. Also von daher sollte das doch klar gehen. Bringen Sie den Prototypen heil zurück. Alles klar, ich glaube, da muss ich wieder zurückfahren. Ne? Interessante Mission, Leute. Aber auch nicht so eine lange. Na, also, das geht schon. Auch wenn der hier extrem langsam ist. Gut, kann ich ja die Spielgeschwindigkeit noch mal ein bisschen höher machen jetzt. So. Lass dich gar nicht von dem Manneken da stressen. Fahr einfach zurück. Oder was? Ja, das ist alles hier, ne? Was zur Hölle? Moment mal, Moment. Da oben ist auch noch was. Scheiße. Da oben ist auch noch was. Die Einheit, die heilt sich zum Glück. Die Einheit, die heilt sich zum Glück. Da oben ist auch noch eine Basis. Ja, okay. Da sind mir ein bisschen viele Einheiten, aber sonst geht das ja. Ach du Heilige. Ach du Heilige, warum... Um Gottes Willen. Scheiße. Ach du Scheiße, das sind aber extrem viele Einheiten hier. Ja, ich muss ja hier rein. Ich muss ja hier einfach reinfahren, ne? Gut, dann lass mal den Volkov da raus. Lass den mal alle platt machen hier, so. Nein, der ist kaputt! Okay, was soll ich jetzt genau machen, Leute? Und das Technologiecenter, ja, okay. Dann ist das einfach nur hier. Mach das Ding im Arsch. Und zurück. Der Prototyp, der geht kaputt. Der geht kaputt. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Ich hab verkackt. Scheiße. Ah, gut. Aber kein Problem, dann weiß ich ja jetzt, was ich machen muss. Ich muss einfach nur die Einheiten nehmen. Und, einfach nur dahin fahren, ne? Hier hinten und da oben hin. Dann fahr einfach dahin. Such dir mal einen Weg, lieber Panzer. Dann mache ich aber jetzt die Spielgeschwindigkeiten ein bisschen schneller. So. Cooler Tarnpanzer hier, ja? Och, nein! Blöde KI-Mensch. Aber egal, das ging schon gut. Ja, komm, scheiß drauf. So, einfach auf die wenigen fahren hier, so. Und lass den Volkov raus. So, zack. Und direkt wieder rein und tschüss. So einfach geht das, Leute. Ah, das ist schon ganz schön übel, was die da auffahren. So, aber nicht schlimm, Leute. Schaffen wir. Schaffen wir. So, dann... Oh Gott, Gummipanzer, ja. Ne, ich muss einfach nur den Panzer dann wieder nach unten bringen, ne? Naja, das ist der blöde Bunker, der da Stress macht. Und die Manneken? Ja, die Manneken, die sind schon übel. So, Volkov, komm raus und mach die alle platt. So. So, sehr gut. Dann mach du mal das Technologiezentrum platt. Und los, direkt da! Oh Gott. Stärkung trifft in 10 Minuten ein. Warum? Ach, verdammt. Ach nein, jetzt habe ich so verkackt. Nein. Oh, doch, ich habe noch nichts verkackt. Oh Gott, mach dich bitte unsichtbar. Boah, das ist ja... Das ist schwer. Das ist echt schwer, doch. Muss ich sagen. Das ist halt eine krasse Mission. Können wir direkt mal hier wieder so ein paar Fails.
Aber gut, ich war dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu ungestüm mit der Einheit, ne? Das kann natürlich auch sein. Gut, egal, dann. Einfach nach rechts fahren, was ist denn daran so schwer? Ne? Was ist denn daran so schwer, Tarnpanzer? So, einfach ungesehen bleiben. Genau so, Leute. So, ja gut, aber das war nur, weil das Männigen... Dann lass den Volkov raus. Der kann dann hier das hier platt machen. Und der Panzer, der kann wieder hier. Hä? Nein, 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 um Gottes Willen. Ah, jetzt. Okay, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Alter! Was zur Hölle? Warum könnt ihr mich so lange sehen? Die wollen mich doch ein bisschen verkackeiern, oder? Die wollen mich wirklich verkackeiern. Die können den sehen, obwohl er getarnt ist. Dieser blöde Panzer. So. Puh. Alter Schwede, Leute, Leute. Oh. Leute, Leute. Schon übel. Und ich dachte, der Volkov, der wäre hier wieder allmächtig. Nein, das ist er nicht. Der ist so ein Tanja-Verschnitt hier. Ach, oh, Gottes Willen. Leute, Leute. Und wie komme ich da jetzt rein, ohne da Stress zu verursachen? Ja, komm. Dann einfach überfahren alles und lass den Volkov raus. Und dann so und dann so, genau. So, dann einmal das Technikzentrum platt machen. So. Gut. Dann kann der Panzer ja ruhig den Volkov platt machen. Das ist ja nicht das Problem. So, liebe Leute. Dann muss ich jetzt da nur mit dem Panzer zurück, ne? Oh, das hat geklappt. Gut. Gut, 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 Leute. Oh, das hat geklappt. Sehr schön. So. Dann. Räumen Sie den Weg frei. Ja, aber... Aha, perfekt. So, wo kommen jetzt... Ah! Raketen-U-Boote. Geil. Batz, batz. Ja, okay. Aber, Moment. Die Raketen-U-Boote, die können wir hier bleiben und da oben drauf draufballern. So, liebe Leute, das sind normale U-Boote. Das hier sind normale U-Boote, tatsächlich. So. Mit denen müssen wir den Weg freiräumen, haben die gesagt. Ja, dann machen wir das doch mal. So. Jetzt sag mich, ihr könnt da nicht hinschießen. Doch. Ich wollte schon sagen, Leute. Dann wäre ich aber enttäuscht gewesen von euch. So, 5 Minuten, dann kommt die Verstärkung. Alles klar. Dann macht ihr noch. Und zack, zack, so. Wir sollen einfach nur den Weg freiräumen, haben die gesagt. So. Eins kann draufschießen, das ist sehr gut. So, Leute, ja. Dann würde ich mal sagen. Ah, ich wusste es. Verdammt nochmal. So. Kommen 3 U-Boote gegen ein Schiff. Das wird ja wohl. Ja. Wird ja wohl gut gehen. So. Putz. Die Panzer, wie schnell die kaputt gehen, ey. Oh nein. Ja, toll. Toll. Ja, super. Scheiße. Ja gut, egal. Den kriegen wir auch so platt. Jetzt können die Raketen-U-Boote auch auf die Schiffe schießen. Ach Mann. Schau mal da. Mein Timer ist wieder Schrott. Das heißt, ich muss wieder eine Uhr anmachen hier. Gut. Viertelstunde. So, alles klar. Hallo? Ihr sollt da draufballern. So. Und hier auch bitte drauf. Los. Ballert doch da drauf, Mann. So. Alles klar. Och, du Heilige. Ein Schlachtkreuzer, ich glaub's nicht. Ein Schlachtkreuzer. Was soll ich denn damit, ey, jetzt? Ja, scheiße. So.
Ja, toll. Shit, Mann. Der Schlachtkreuzer, der muss ja unbedingt weg. So. Ich muss da irgendwie jetzt tricksen. Ich weiß auch nicht, aber so irgendwie. Boah, geil. Einiges an Mammutpanzern, Leute. Einiges an Mammutpanzern. So, alles klar. Ah, da kommen noch mehr, geil. Chronopanzer. Tesla-Panzer, ja, Mann, geil. Ach du Heilige, die halten aber mehr aus. So. Ja gut, bye bye Tesla-Panzer. Scheiße. Ah, haben die Schlachtkreuzer. Oh! Invasoren? Naja, toll, die kann ich aber nicht gebrauchen. Wozu? Wozu denn jetzt auf einmal, Mensch? So. Da kommt man aus der Reichweite von dem Drecksschlachtkreuzer raus. Weißt du was? Mammutpanzer? So. Keine Ahnung, also ich muss da jetzt irgendwie rein hier. Mit den Einheiten, die ich habe. Zerstören sie alle verbleibenden Truppen. Ja, toll. Wenn die mal ausreichen würden. Wenn die Truppen mal ausreichen würden hier. Verdammt nochmal. So. Und zack, und zack, und zack. So, das Mannequin weg, das weg. Ja, ich meine, die Basis kriegen wir hin. Natürlich. Aber es ist halt extrem nervig. Wenn man nur... Nein! Leute, jetzt bitte keinen Absturz. Ich hab's nicht gespeichert. Leute! Hallo? Was zur... Was geht denn jetzt ab? Okay, gut. Das Spiel war plötzlich gefreezed. Hilfe. Shit. Ja gut, die Schiffe da, die... Ja, keine Ahnung. Genau, mach die Flak platt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. So, liebe Leute. Dann können wir die noch platt machen. Ja, so viel ist es ja wirklich nicht mehr, ne? Nur noch die paar Panzer da. Und die Drecksschiffe, das ist das halt, ne? Und die... Drecksschiffe, ja. Na gut. Dann mach noch diese Energie hier platt. So. Da kommt er jetzt nämlich wieder mit ein paar Einheitchen hier. So, zack. Zack. Einfach alle platt machen hier, so. Und, ja, bin ich mal gespannt, was der Gegner jetzt noch hier so hat, ne? Komm, überfahrt die einfach mal, so. Knack. Knochen. Och. Genau, es wurde kommentiert, dass die, die Sounds weggenommen haben, die kommen, wenn man Einheiten überfährt. Ja, das stimmt. Das ist schade, dass die das weggenommen haben. Dieses Knochenbrecher-Sounds. Aber, ja, was soll ich machen? Ist halt hier so gewollt. Ne? Da kann ich dann auch nichts einfügen oder so. Weil, oh, nicht euer Ernst! Ja, natürlich. Jetzt muss ich es nochmal machen. Leute, euer Ernst, was soll ich denn machen, wenn da drei... Na toll. Die hätte ich auch vorher sehen können, ich Idiot. Und ich habe es auch nicht gespeichert. Was soll ich denn machen, wenn da drei Dings rauskommen? Drei Chronopanzer, Mann. Jetzt habe ich hier drei Manneken. Toll. Jetzt habe ich noch zwei Manneken. Zwei Manneken, um eine Basis platt zu machen. Vergesst es, Leute. Scheiße. Gut, Leute, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, oder? Nee, kommt. Kommt. Ich lasse euch dabei einfach. Ich muss es einfach besser regeln jetzt hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann! 20 Minuten ohne Fortschritt. Ja, gut, aber mein Gott, ich lasse mich da auch jetzt nicht unter Druck setzen von. Habe ich mir auch vorgenommen. Wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht. Ne? Jedenfalls weiß ich ja jetzt, was kommt. Und werde dann definitiv hier ein bisschen vorsichtiger agieren. So, liebe Leute. Gut, das sind die blöden Manneken hier. So. Und wieder raus. So, und wieder weg.
Ja. Boah, scheiße. Hilfe. Ja, toll. Das war klar, dass die mich da sehen. Drecksbunker. Okay. Nicht schlimm. Okay, sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr, sehr gut. Ich Idiot hab's auch nicht anders verdient. Ich hab ja nicht gespeichert, ne? Das ist meine Schuld. Ist meine Schuld, wenn wir jetzt keinen Fortschritt hatten in den letzten 20 Minuten, aber es ist halt so. Oh, überall Bunker. Überall Bunker und Mannequin, die die Einheit sichtbar machen. Was soll denn das, Mann? Okay, gut. Ja, ich komm, speicher das mal. Mission 11, Add-on. Ich glaube, es ist Mission 11. Ich habe nicht durchgezählt. Das, ja, scheiße. Toll. Das war's schon wieder, ne? Das war's schon wieder, ja, weil die Einheit gleich kaputt geht. Ja, toll. Verdammt. Ach, ich bin heute so unkonzentriert. Ja, Leute, das tut mir leid. Ich bin generell im Moment unkonzentriert, auch auf der Arbeit, ich weiß auch nicht. Ich habe im Moment einfach einen Blackout. Ich weiß auch nicht warum. So, kann ich so da rein? Nein, die sehen mich immer. Okay, gut. Gut. Dann. Was will denn jetzt der Panzer hier? Was wollte der Panzer da, Leute? Warum kommt der Panzer? Der kann mal schön zu Hause bleiben. Der Penner. Mann. Wie soll ich das denn machen hier? Ah. So. Panzer, fahr mal weg. Und rein da los. So. Und rein. Der Panzer ist weg. Da kommt er schon wieder. Nein. Oh, das kann doch nicht sein. Leute, das kann nicht sein. Wirklich. Ich muss das jetzt zumindest das Technologiezentrum platt kriegen. Was ist denn für ein Rotz? Was ist das denn für ein Rotz jetzt gerade mal hier? Was zur... Warum fährt der direkt? Ja, dann... Komm, Volkov, komm raus. Mach das Ding im Arsch. Ja, toll. Verstärkungen sind jetzt eingetroffen, aber... Irgendwas schießt hier auf mich die ganze Zeit. Ja, das schaffe ich eh wieder nicht wegen dem Drecksmannequin. Das ist doch bescheuert. Das ist doch echt bescheuert. Oh, Mann. Hey, das kann's doch jetzt echt nicht sein. Leute, das sind nur Alliierte. Es sind nur Alliierte, mein Gott. Das kann daran so schwer sein. Das kann doch echt nicht so schwer sein. So. Verdammt nochmal, ey. Ja, oder ich muss, der wird nicht sichtbar, ne? Ja, nee, aber dann ist auch scheiße, weil dann wieder alles kommt. Weil dann wieder alles kommt und ich dann voll aufs Maul kriege hier. gut, wenn ich es in dieser Folge nicht schaffe, was danach aussieht, werde ich mal einen kleinen Break machen und mir mal eine Taktik dafür überlegen, weil das kann es doch nicht sein. Das kann es doch echt nicht sein jetzt. Weil die Mannequin, die schießen ja immer. So. Die Mannequin, die schießen immer. So. Der macht das im Arsch. Habe ich überhaupt noch eine Chance, diese Mission zu schaffen? Leute, ich weiß es gerade nicht. Habe ich überhaupt noch eine Chance, diese Mission hier zu schaffen? Ich bin gerade echt überfragt, Leute. Tut mir leid. Was ist das für ein Dreck? Wirklich, jetzt habe ich es einfach mal neu gestartet. Was ist das für ein Dreck? Jetzt mal ernsthaft. Ah, da sind noch keine Mannequin. Ne, vielleicht. Nein, jetzt fahr doch nicht. Aber wobei. Doch, Moment.
Das ist der direkte Weg, ne? Wenn man da schnell ist, dann geht das. Aber nicht, wenn man in einen Bunker fährt. Aber nicht, wenn man in einen Bunker fährt, Leute. So. Weil wenn man hier schnell ist... So. Komm, dann mach die alle mal platt, die dich da abballern. So. Und ihr? Und du? Nein, lass dich doch nicht sichtbar machen, Mann. Ach, du bist doch so dumm, ey. Wirklich dumme Einheit. Dumme Einheit. Oh, oh, oh Gott. Okay, egal, Leute. Egal. Jetzt haben wir hier oben als erstes gemacht. Da oben die Ecke ist, glaube ich, schwieriger gewesen. Ne? Nein. Nein. Oh. Diese Wenigen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Gut. Leute, Leute. So, legen Sie die Kommunikation der Alliierten lahm. Ja, wenn das mal so einfach wäre, ihr Penner. Also wirklich. So, liebe Leute. Gott. Okay. Okay. Komm, Gottes Segen. Der hat mir bis jetzt immer was gebracht. Gottes Segen. Komm, raus hier. Gottes Segen hat mir bis jetzt immer geholfen, Leute. Oh, gut. Seht ihr das? Gottes Segen lässt uns nicht im Stich. Oh, definitiv nicht. Ja, der ballert da rum. Lass ihn das machen. Puh, Gottes Segen hat geholfen. Sehr, sehr gut, Leute. Was zur... Okay, gut, alles klar. So, die U-Boote, die brauche ich hier für die ganzen, für die Meeresgeschichten hier. So. Aber was zur Hölle, was ist mit meiner Maus passiert hier? So, toll. Einer schon wieder weg. Hey, was ist mit meiner Maus los? So, ah, was ist mit der Maus los? Die ruckelt manchmal so komisch. Seht ihr das? Die hängt manchmal hinterher. So. Aber nicht schlimm. Mach den Zerstörer platt. Ja, toll. Wenn die sich immer bewegen... Wenn die Penner sich immer bewegen... Ja. Das ist Statistik, ja. Tss, Stalin. Was? Okay. Okay. Na gut, dann... Habe ich das eben gespeichert gehabt? Och, das ist so eine... Das ist ja ein Dreck hier, eh, wirklich. Jetzt habe ich nur noch ein Raketen-U-Boot. Aber gut, Leute, dann, ich habe mir diese Mission einfacher vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für so eine Mission 2 Folgen brauche. Wirklich nicht. So. So. Mach einfach mal diese Basis hier platt, damit ich da nicht nur hinfahren muss in der nächsten Folge. So. Zack. Zack. So. Und da hinten das noch. Na, okay, das war's. Alles klar, muss ich doch noch hinfahren. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, speichere ich das Ding. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.